Nach dem rechtsextremistischen Anschlag von Halle fordern mehrere Politiker die Beobachtung der Gesamt-AfD durch den Verfassungsschutz. So wollen es auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und SPD-Generalsekretär Klingbeil. Die Landesinnenministerien sehen dafür derzeit aber keine Basis. Die bisherigen Erkenntnisse würden dafür nicht ausreichen. Bislang wird die AfD nur in Teilen vom Inlandsnachrichtendienst beobachtet, wie die Jugendorganisation der Partei und die parteiinterne Gruppierung der Flügel. Bei beiden Gruppen liegen laut Verfassungsschutz Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich um eine extremistische Bestrebung handelt.